Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezo. Ich bin Arezo und wir haben ein paar Forschungen, die wir uns angucken können, ne? Denn Synedrion möchte uns alles schenken, was sie haben. Kernfusionstechnologie zum Beispiel. Die Energieerzeugung von Kraftwerken steigt um 50%. Nicht, dass es irgendwann mal tatsächlich zum Tragen gekommen wäre, aber immerhin. In seiner Anfangszeit setzte Synedrion auf natriumgekühlte schnelle Reaktoren, aber diese Technologie wurde schließlich durch die noch sichere und ebenso emissionsfreie Kernfusion ersetzt. Heute versorgt die Fusionstechnologie der zweiten Generation alles von Häusern bis hin zu Fabriken und liefert preiswerte, saubere Energie. Sehr schön. Synedrion Kampfrüstung. Die Wissenschaftler Synedrions haben eine fortschrittliche Rüstung entwickelt, die eher Beweglichkeit und Tarnung den schweren Schutz bietet. Die synedrionische Kampfphilosophie ist eher auf die Aufklärung in der Tiefe und eine schnelle Bereitstellung als auf eine direkte Konfrontation ausgerichtet. Empfindungsfähige KIs, was bringen die uns denn? Oh, Produktion von Forschungspunkten steigt um 50%, das können wir gut gebrauchen. Obwohl echte KI insgeheim bereits vor dem Dritten Weltkrieg entwickelt worden war, galt ihr Einsatz hauptsächlich dem militärischen Bereich. Synedrion erkennt die von seinen Wissenschaftlern entwickelten künstlichen Intelligenzen als vollwertige Bürger an. In der Anfangszeit Synedrions war die Erforschung künstlicher Intelligenz ein kontrovers diskutiertes Thema, aber wissenschaftliche Freiheit bedeutete unweigerlich, dass schließlich doch künstliche empfindungsfähige Lebensformen entwickelt wurden. Die von Dr. Marco Materani und seinem Team entwickelte KI, bekannt als Barnabas, stellte mehrere Kopien und Versionen von sich selbst her und diese wiederum weitere Abkömmlinge. All diese Wesen werden als vollwertige Bürger Synedrions anerkannt und nehmen, wie ein Mensch es tun würde, am politischen und gesellschaftlichen Leben teil. Viele von ihnen sind in der Forschung aktiv, die sie als anregend empfinden, andere arbeiten als Künstler, Entertainer oder in einem Fall sogar als Psychologen. Gut, die synedrionischen Flugzeuge werden durch Fusionszellentechnologie angetrieben und können einen Trupp von 5 Mann sowie ein Landfahrzeug transportieren. Ich glaube nicht, dass das stimmt. 5 Mann und ein Landfahrzeug würde bedeuten, dass es eben, ja, wirklich insgesamt diese, was sind es dann? 8 Plätze, ne? So ein Fahrzeug braucht 3 Plätze. Sie sind optimiert für Geschwindigkeit, weniger für Tragekapazität. Synedrionische Luftfahrzeuge basieren auf Hovercrafts der 4. Generation, die für den Flugverkehr modifiziert wurden. Angetrieben durch Fusionszellentechnologie kann das Flugzeug von einem 5-Mann starken Trupp oder ein Landfahrzeug mit 2 Soldaten aufnehmen. Ich habe da eben irgendwo ein von reingepackt, das nicht reingehörte. Die relativ geringe Kapazität des Fahrzeugs wird durch seine hohe Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit kompensiert. Laserwaffen. Dank fortschrittlicher Miniaturisierung wurde von Synedrion entwickelt. Ach Gott. Entschuldigung. Dank fortschrittlicher Miniaturisierung und von Synedrion entwickelter neuer Materialien sind leichte Laserwaffen endlich keine Zukunftsmusik mehr. Da haben wir sie. Das Pythagoras, das... Also generell, unsere Forschung kommt jetzt gerade sehr voran, weil einiges davon, was wir eben hatten, in der Forschungsliste von Synedrion war. Und zum anderen dadurch, dass wir die 50% erhöhte Geschwindigkeit haben. Leicht und leise sind diese Waffen in der Lage, einen Hochleistungslaser zielgerichtet abzufeuern, der sowohl an lebendigen als auch an nicht lebendigen Zielen erhebliche Schaden anrichtet. Jede Laserwaffe wird von einer universellen Fusionsenergiezelle angetrieben, die mit allen vorhandenen Waffen kompatibel ist. Naja, solange man nicht wechseln möchte zwischen Lasergewehr, Pistole und Sturmgewehr, ne? Die Neurotoxin-Waffentechnologie. Waffen, die Neurotoxine einsetzen, würden es ermöglichen, Ziele handlungsunfähig zu machen, ohne sie zu töten. Und das brauchen wir. Ein synthetisches Neurotoxin wurde entwickelt, das es uns ermöglicht, Ziele zu lähmen, ohne sie zu töten. Das Neurotoxin reichert sich langsam im Körper des Ziels an, bis die lähmende Wirkung eintritt. In einigen Fällen können mehrere Dosen erforderlich sein. Waffen, die auf dieser Technologie aufbauen, können nun hergestellt werden. Wir haben erstmal nur die Neuralpistole, aber hier ist neue Forschung verfügbar und ich hoffe... Nö, leider haben wir nicht die besseren. Oh, aber wir könnten theoretisch einen Aspida herstellen. Das kann auch betäuben. Ein Landfahrzeug nützlich sowohl für Aufklärung als auch Kampfsituationen mit eingebauter medizinischer Einrichtung. Durch Anpassung von Luftfahrttechnologie ist die Aspida in der Lage, sich mit der vorhandenen Fusionstechnologie 45 cm über den Boden zu bewegen und dabei einen Passagier auf nahezu unendliche Entfernung zu transportieren. Außerdem ist die Aspida mit automatisierter Feldchirurgie-Robotik ausgestattet, die überall auf dem Feld einsetzbar ist. Infiltrator-Klasse. Gehört zu einer Klasse von Soldaten, die entwickelt wurde, um Tarn- und Langstreckenwaffen einzusetzen, um so Kampfsituationen zu lösen.
Während manche Teile von Synedrion einen radikalen Pazifismus unterstützen, scheut Synedrion im Allgemeinen nicht davor zurück, Gewalt als letzten Ausweg anzuwenden. Bereits der Name Infiltrator ist bezeichnend für seine Herangehensweise im Kampf. Ausgestattet mit einer Langarmbrust und einem Spinnendrohnenwerfer, der in der Lage ist, mehrere Sprengdrohnen einzusetzen, ist dem Infiltrator möglich, auf der Suche nach Informationen nahezu unentdeckt in feindliches Gebiet vorzudringen und Bedrohungen zu neutralisieren, bevor sie außer Kontrolle geraten. Wir haben jetzt Zugang zu allen Infiltrator-Technologien und dem kompletten Ausbildungsprogramm. Giftwaffen, synthetische Toxine können sich in Kampfsituationen als äußerst wirksam erweisen. Eine Reihe mächtiger Waffen, die um starke synthetische Gifte zu verabreichen, wurde entwickelt. Die Wirkung dieser Toxine reicht von leichter Übelkeit über Halluzinationen bis hin zu explosivem Durchfall, abhängig von der Physiologie und Abwehrkraft des Ziels. Die taktischen Vorteile einer solchen unangenehmen Waffe liegen auf der Hand. Hinweis, das Gift wirkt sowohl beim Menschen als auch bei Pandoranern, daher ist Vorsicht geboten. Und die fortschrittliche Nanotechnologie. Es hört nicht auf. So viel Zeug. Nanotechnologie gibt es bereits seit Jahrzehnten, aber neue Erkenntnisse, die sich aus der Untersuchung des Pandora-Virus ergeben haben, können auf die Herstellung neuer Nanobots angewendet werden, die sich mit der menschlichen Physiologie verbinden und so schützend wirken können. Diese fortschrittlichen Nanobots, für das bloße Auge unsichtbar, aber über eine tragbare Steuerschnittstelle leicht zu programmieren, können eine Vielzahl von Bedrohungen für einen Soldaten automatisch identifizieren und eliminieren, von Feuer bis zur Virusinfektion. Dafür müssen sie jedoch über der Kleidung, Haare und Haut einer Person verteilt und außerdem oral aufgenommen werden. Es gibt keine bekannten Nebenwirkungen. Ja, der erste Schadenspunkt pro Angriff bei Gift, Virus, Säure und Feuerangriffen wird ignoriert, aber ich glaube nicht, dass das so gut ist. Aber der Bewegungssensor könnte gut sein. Alle Feinde in der Nähe auch hinter Hindernissen finden. Nebelabwehranlagen. Die Nebelabwehranlagentechnologie wäre ein bedeutender Schritt, um Siedlungen und Basen vor Nebeleinfall zu schützen. Die Nebelabwehranlage basiert auf einer komplexen Reihe gekoppelter Technologien, darunter Nanitenschwärme für eine fortschrittliche Erkennung auf Molekularebene, sowie leistungsstarke Magnetfeldgeneratoren, die es letztlich ermöglichen, das Vordringen des Nebels zu verlangsamen. Nebelabwehranlagen, die in Synedrion-Zufluchten gebaut werden, beginnen mit dem Prozess der Rückeroberung der Erde und sind ein wichtiger Bestandteil der Strategie Synedrions. Der Einsatz dieser Technologie ist ein wesentlicher Faktor bei der Sicherung von Basen und Siedlungen, stellt aber alleine keine langfristige Lösung für die Pandora-Bedrohung dar. Darüber hinaus wird jede weitere Abwehranlage die andere Fraktion verärgern und somit möglicherweise zu Konflikten führen. Wir können diese Technologie für den Aufbau von Abwehranlagen in unseren eigenen Basen nutzen und so unseren Beitrag für die Zukunft der Menschheit leisten. Gut, außerdem haben wir das Nebelabwehrmodul mit Nebel einatmen, verbrauche den ganzen Nebel innerhalb eines Radius von 3 Feldern für jeweils 2 verbrauchte Nebelfelder, erhältst du einen Willenskraftpunkt zurück. Wobei das mit den Willenskraftpunkten ja nie wirklich so gut funktioniert zu haben scheint. Schien. Und die Giftarmbrust. Nach wiederholten Verletzungen durch die Kräfte Nojaikos hat ein weibliches Mitglied der Aufklärungsteams von Synedrion um eine Armbrust mit Gift aus sondern Bolzen ersucht. Obwohl unorthodox ist ihr Vorschlag eine Überlegung wert. Die Kombination aus ausgewöhnlichen Armbrustbolzen und den neuen Toxinen hat sich als mühsamer herausgestellt als ursprünglich angenommen. Nachdem das Forschungsteam stundenlang damit verbracht hat, einen Schraubkopf-Dispersionsmechanismus zu perfektionieren, wurde entschieden, dass es leichter sei, eine neue Art von Armbrust aus leichter Kohlefaser und mit einer automatisierten Winde zu entwickeln. Das Modell hat sich in Tests als effizient erwiesen und ist bereit für die Massenproduktion. Während der Forschungsarbeiten kam es zu keinerlei tödlichen Verletzungen bei Mensch und Tier. Keine tödlichen Verletzungen. Medizinische Naniten. Der Einsatz fortschrittlicher Nanotechnologie bei Heilungsprozessen könnte dazu beitragen, die Effizienz unserer medizinischen Einrichtungen zu steigern. Die Heilung in der Krankenstation wurde um 50% erhöht und in der Schlacht erhältst du einen +20 Heilungsbonus. Eine neue Generation medizinischer Naniten wurde entwickelt, flexibler und besser in der Lage, sich direkt mit der menschlichen Physiologie zu verbinden. Damit kann geschädigtes Gewebe mit einer erhöhten Rate regeneriert werden und bei schweren Verletzungen sogar die Organfunktion aufrechterhalten werden, was die Rekonvaleszenz eines Patienten deutlich verkürzt. Sehr gut. Die Säurewaffentechnologie, daran arbeiten unsere Verbündeten, das ist gut. Produktion, da müssen wir ein bisschen was machen. Erst einmal können wir theoretisch Pythagorisse herstellen, aber ich will ein paar Hephaistos erstmal. Und so, uns fehlt tatsächlich Technologie, das ist nicht gut. Basisinfo, was können wir denn hier reparieren? Oh, wir brauchen definitiv Strom. Dafür reicht die Technologie zum Glück noch. Ja,
Und dann können wir erst das ganze Zeug hier benutzen. Das heißt, bis dahin muss die Thunderbird erst einmal hier hin. Und hier sind wir mitten im Nebel. Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, sich mal anzugucken. 80 Tech brauchen wir dafür. Was haben wir noch bei Produktion? Achso, es wird ja nicht genau gezeigt, was man so... was man gerade so Neues herstellen könnte. Und da haben wir Gefahrenstufe extrem. Yay, dann los. Sterbt bloß nicht, Leute. Oh, Moment. Wir sollten sie auf jeden Fall durchgehen, um zu gucken, ob sie die maximale Tragkapazität haben, ob sie noch irgendwas anderes brauchen. Erst einmal, das hier können wir wegpacken. Das hier können wir reinpacken. Ich denke, das hier können wir generell mal loswerden. Die hier können wir wegpacken. Die hier brauchen wir nicht wirklich. Ja, generell die ganzen Mehrgeiz-Zorn-Dinger können wir auch wegpacken. Aber das bringt uns alles keine Tech. Und Tech ist das, was wir eigentlich brauchen. Das ist für eine Sinedron-Laserpistole, die haben wir gerade nicht. Moment mal kurz, was wir aber haben müssten, theoretisch. Wenn wir die Rückentwicklung hier wegmachen. Ah, verdammt, die löschen die Rückentwicklung, aber geben einem nicht die Chance, das Zeug zurückzunehmen. Das ist dann doof. Theoretisch hätten wir nämlich zwei Hera-Pistolen zurückbekommen müssen. Moment. Ja, sieht gut aus. Sieht okay aus. Sieht okay aus. Sieht okay aus. Sieht okay aus. Okay, jeder hat ein bisschen Platz bei. Das ist gut. Dann geht es los. Und wir flattern an. So. Hat mir zu lange gedauert mit dem Flattern. Es gibt 10 Pakete. Ich sehe schon mal 5 Stationen hier. Gefahrenstufe ist extrem, das heißt, wir sollten nicht zu unvorsichtig sein. Da hinten haben wir einen Triton mit. Was ist das für ein Gewehr? Oh, eine Neuralpistole. Wisst ihr was? Wir lassen mal Envil erstmal nachgucken, was wir hier so haben. Einigermaßen okay, würde ich sagen. Wir kommen voran und haben hier noch unsere Deckung. Okay, wir haben einen Nebelwächter gefunden. Und noch ein Triton. Oh, mit panzerbrechendem Gewehr, das ist gefährlich. Du gehst mal hier hin. Direkt einen Arm deaktiviert und Virus raufgepackt. Das ist nicht so schlecht. Oh, wir können von hier aus tatsächlich den Nebelwächter treffen. Just like target practice. Wir hätten den auch ausschalten können direkt, hätten wir das versucht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so viel Schaden macht. Du läufst hierhin. Ich will auch nicht zu weit nach vorne. Ich meine, ich muss nach vorne, um das Zeug einzusammeln, aber... Das ist nur ein Schildträger, okay. Wildcard, du läufst bitte bis hier. Und stellst dein Schild auf. Du machst nichts und bläst. Du läufst erstmal hier hin. Der Nebel drum, das war zu erwarten. Und im ersten Zug ist das noch nicht wirklich schlimm.
Wenn er die ganze Zeit unkontrolliert rumnebeln kann, dann ist es nervig. Vorsicht, du machst noch was kaputt. Ich würde ganz gerne das Piranha bekommen. Das können wir nämlich sehr bald sehr gut gebrauchen. Eigentlich können wir es jetzt schon gebrauchen. Der Schild hilft gerade sehr gut. Autsch. Okay, ich denke nicht, dass wir da kämpfen dürfen. Hey! Okay, erstmal erledigst du das bitte. Du das hier bitte. So. Oh. Da ist ein klein bisschen Schaden abhanden gekommen. Du hast 11 Willenskraftpunkte. Der hat wesentlich mehr. Okay, ja, mach lieber das hier kaputt erstmal. Dann darfst du auf den hier schießen. Nicht genug. Der läuft ein Stück weg. Ist in Ordnung. Du machst nichts. Du kannst auf den da hinten schießen. Na dann machst du das mal. Moment, wo ist denn... Hier irgendwo wurde doch eben angezeigt, wo der Triton Krach gemacht hat, ne? Nicht da. Okay, zwischen diesen beiden Zäunen und vor dem Baum. Ungefähr... Und dort ist der Baum. Gehört das hier zu dem Klangindikator? Wahrscheinlich, oder? Ja. Ich denke, ich habe ihn. Ich habe ihn. Sehr gut. So, der Schildträger da hinten macht mir wenig Sorgen. Nicht keiner, aber wenig. Okay, ein klein bisschen Virus draufgepackt, ist schon mal gut. So. Hat der Kampfschild gar keine Haltbarkeit? Das ist gut. Dann kann Wildcard dort erstmal bleiben. Ich habe mit Envy gar nichts gemacht, obwohl ich denke, dass ich was hätte machen können noch. Da kommt der Schildträger langsam an. Oh oh, Sirene. Autsch. Das ist nicht sonderlich freundlich. Okay, mal sehen. Das ist nur der Schildträger. Confirming target. Ja, wir ziehen mal ungenauer, damit wir treffen können. Bitte weiter auf die Sirene halten. Like
Okay, den Rumpf sind wir losgeworden. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist nur der. Anvil hat immerhin die Hälfte ihrer Punkte da. Ich meine, das bringt nicht wirklich viel. So gar nicht. In my sights. So, da können wir eventuell noch ein bisschen... Oh, hattest du nicht Virus mit drin? Okay. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt ein Stück weglaufen noch. Wegen der Deckung, die mir hier kaputt geschossen wurde. Proceeding. Nee, nicht der. Die, genau. Immer schön weiter draufhalten. Jetzt ist das ungünstig. Ich könnte die wahrscheinlich ausschalten. Oh, ich kann sie von hier aus ausschalten, ne? Sehr gut. Das war das. Und du nutzt noch deine Punkte, um dich zu heilen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der noch einen Kopfschuss hinkriegt? Ich befürchte, zu hoch. Aber darum können wir uns gerade nicht kümmern. Okay, du gehst bitte runter, bevor der mit der panzerbrechenden Munition sich denkt, dass er mal angreifen möchte. Und noch ein Scharfschütze. Yay. Du machst nichts weiter, du machst nichts weiter und fertig. Daneben. Hui. Wird aber Zeit, die Position zu wechseln. Okay, der ist auf Überwachung gegangen. Das sollte ich im Hinterkopf behalten. Hallo. Oi, oi, oi. Und hier hatte ich nicht mal richtige Deckung. Also, so gar nicht. Das ist nicht ideal. Okay, du läufst mal bitte bis hierhin. So, du. Ne, das wird nichts. Ich dachte, ich könnte den hier ins Visier nehmen, aber wie gesagt, es wird nichts. Okay, du läufst mal bitte hier hin. Oh Gott. Hui, zum Glück hat er nur Munition verschwendet. Ich meine, es ist ein Schildträger, klar. Aber komplett nutzlos ist er ja auch nicht, ne? Okay, du gehst bitte hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Und da kannst du mal raufhauen. Das war's für diesen Zug. Der da hinten interessiert uns nicht so sehr, aber durchaus genug, dass ich hier mal Überwachung einschalte. Unwahrscheinlich, aber vielleicht. Vielleicht kriege ich den Arm. Nee. Aber ich habe mir mal ein bisschen beschädigt. Oh, ich kann ja nochmal versuchen. Und dann hat er immer noch den Spuckerkopf. Sehr gut. Aber eben nicht mehr den Arm. Okay, du läufst bitte bis hier nach vorne.
Und... Ne, hat nicht wirklich was im Inventar, das wir gebrauchen könnten. Ne. Okay, ich könnte ich... Okay, von hier aus kann ich versuchen, den Triton zu treffen. Circa 50% Chance. Sehr gut. Und direkt wieder zurück. Und du solltest definitiv nicht so offen rumstehen. Du kannst mal hier reingehen. So, erstes eingesammelt. Was haben wir hier? Wir haben ein Tech-Paket. Das ist nicht schlecht. Dass es uns verlangsamt, ist schlecht, aber damit muss ich jetzt leben. Okay, dann gehst du noch hier hin. Eigentlich denke ich... Oh, verdammt, doch. Der könnte hier direkt um die Ecke schießen. Das wäre unangenehm. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht tut. So, das war's. Den Zug will ich aber nicht beenden, denn ich will die Folge beenden. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir hier rauskommen, ohne dass irgendjemand stirbt. Außer den Gegnern. Bis dahin, lebt wohl, hinter's Kommentare und adios.